Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben in der letzten Stunde den Z80 vorgestellt, haben gesehen, wie sein Blockschaltbild ausschaut, was er beinhaltet, haben gesehen, es gibt die Control Unit, es gibt eine ALU, es gibt mehrere Register, alles ist verbunden durch einen internen Bus und nach außen geht ein Systembus mit 40 Verbindungen, wo wir Daten, Adressen und dann den Steuerbus haben, wo also logische Verbindungen vorhanden sind, aber auch die Versorgung oder Takt. Gell? Ja, heute schauen wir uns etwas Weiteres an, und zwar gibt es eine sehr berühmte Seite, das ist z80.info. Gell? Z80.info beinhaltet alles, was es zum Z80 braucht und was man begehrt. Gell? Also haben wir hier, wenn wir runtergehen, also irgendwo grundlegende Informationen zum Z80. Dann haben wir irgendwo dann auch Befehlslisten. Gell? Also er hat einen Befehlssatz, das wollen wir uns heute auch anschauen. Gell? Und und wenn wir dort weitergehen, dort finden wir dann irgendwo auch Händler, die, hier haben wir sie, gell? Also Händler, die den Z80 anbieten. Gell? Also diese Liste ist nicht vollständig, gell? Aber auf jeden Fall findet man Z80 oder Z80-Varianten dann, die angeboten werden. Gell? Also wenn wir da mal aufmachen, hier haben wir einen. Also 2 Dollar steht hier, gell? Okay. Oder wenn wir weitergehen, gell? Hier haben wir einen, hier stehen 4 Euro etwas, gell? Oder 5 Euro mit der Mehrwertsteuer. Also wir finden also den Z80 aus verschiedenen Produktionsvarianten. Okay, wollen wir zurückgehen zu unserem Blockschaltbild des Z80. Geil, wir haben hier die Control Unit, das Steuerwerk, geil, die ALU, die verarbeitet, geil, das Rechenwerk, geil, und verschiedene Register. Heute wollen wir den Befehlssatz des Z80 anschauen, gell? Und beim Befehlssatz versteht man den, also die Liste aller Maschinenbefehle und die entsprechenden Assemblerbefehle. Gell? Also wenn wir den Z80 in Assembler programmieren, dann brauchen wir diese Befehle. Und von diesen Befehlen soll es 700 geben. Also ist eine lange Liste mit 700 Maschinenbefehlen und die entsprechenden Assemblerbefehle. Und das braucht der Entwickler, der dann in Assembler schreibt. Gell? Oder es braucht ein Compiler-Bauer, der für den Z80 einen Compiler baut oder jemand, der einen Interpreter schreibt. Gell? Also alles, was dann übersetzt werden muss für den Z80. Gell? In Maschinensprache, gell? Also braucht man immer diesen Befehlssatz, diese schöne lange Liste. Und dann hat es auch Leute gegeben, gell? Die haben undokumentierte Befehle gesucht, gell? Und undokumentierte Befehle heißt, sie haben den Z80 irgendwo mit Befehlen gefüttert, die in diesen 700 nicht enthalten sind, gell? Und dann hat man geschaut, was passiert, gell? Und da hat man also den Z80 gehackt, gell? Und hat dann gesehen, etwas passiert, da gibt es auch Sammlungen dazu, gell? Also da gibt es dann, schauen wir mal, ob wir eines finden, gell? Also undocumented instruction und so weiter, gell? Also es haben Leute dann eben gesammelt, gell? Ja, und hier haben wir solche Listen, gell? Ja, hier steht sogar Zusammenfassung, gell? Okay, und hier kann man also durch solche Listen durchgehen und schauen, wie das ausschaut, gell? Und wie das dann einmal in Assembler ist und wie das dann auch in Maschinensprache dann ist, gell? Okay, also Maschinensprache, da das erste und das zweite halbe
erweitern in dieser Tabelle, gell? Oder klassische Tabelle, wir haben hier die Assembler-Liste, gell? Mit den verschiedenen Assembler-Befehlen, gell? Und ja, das sind also die Assembler-Befehle ohne die Maschinenbefehle, gell? Und so gibt es solche Befehlslisten, Befehlssätze im Netz zu kaufen, gell? Also die findet man an allen Ecken und Enden, gell? Okay, heute wollen wir nicht die 700 Maschinenbefehle anschauen, sondern wir wollen sie zuerst mal klassifizieren, gell? Und diese Klassifizierung, da gibt es mehrere Klassifizierungen und wir wollen eine grundlegende machen, und zwar nach Aufgabe, gell? Und die Aufgaben sind zuerst mal die Klasse der Transportbefehle. Gell? Transportbefehle verarbeiten die Daten nicht, gell? Sondern sie transportieren sie. Gell? Also das wären dann die Befehle, die auch eure Kolleginnen und Kollegen in der Logistik lernen. Gell? Also diese, die machen dann auch Maschinensprache und die lernen die Transportbefehle. Gell? Und ja, wir auch, wir schauen dann aber auch die Verarbeitungsbefehle an. Gell? Okay, ja, Spaß beiseite. Gell? Also ja, Transportbefehle. Transportbefehle transportieren also Daten. Und beim Z80 normalerweise transportiert man einzelne Bytes. Gell? Das ist ein 8-Bit-Prozessor. Gell? Also grundlegend werden Bytes transportiert. Es gibt aber auch Befehle, die nicht ein Byte, sondern zum Beispiel 2 transportieren. Gell? Also ein Wort aus 16 Bit. Gell? Das gibt es auch. Gell? Also es gibt also. Wenn wir das anschauen, unterscheiden wir mal zwischen dem Transport, zwischen Registern. Gell? Also wir können den einen Registerinhalt in ein anderes Register schreiben. Gell? Oder wir können ein Register mit einem Wert initialisieren. Gell? Das sind so Registerbefehle. Gell? Und der Assembler-Befehl dazu, das ist ein LD, ein Load. Gell? Und das Load unterscheidet sich dann in den Argumenten. Gell? Also da gibt es nicht ein Load, sondern da gibt es viele Loads. Gell? Also Load ist also der Befehl, der am meisten vielleicht verwendet wird und auch am meisten, von dem es am meisten Varianten gibt. Gell? Und unterscheiden tun sich diese Varianten eben in den Argumenten, gell? Also in den Registern oder auch dann, wenn wir mit Speicher arbeiten, in der Adressierung des Speichers. Gell? Ja, das ist Register. Dann gibt es den Transport zwischen einem Register und dem Arbeitsspeicher, dem RAM. Gell? Also ich muss ja Daten nicht nur innerhalb der CPU irgendwo transportieren, gell? Also nicht nur hier zwischen diesen Registern da, gell? Sondern ich muss die Daten auch auf das RAM irgendwie bringen, schreiben können oder aus dem RAM lesen können. Gell? Und das mache ich dann, indem ich die Adresse, gell? 16-Bit-Adresse, gell? Das Tier anlege, gell? Und über den internen oder über den Datenbus dann, über den internen Datenbus weiter bekomme ich dann die Daten oder ich schreibe die Daten, gell? Und ja, also das ist dann der Austausch zwischen Arbeitsspeicher und Register. Und dann gibt es die dritte Variante zwischen Register und Input-Output. Also wir erinnern uns, gell, der von Neumann hat schon gesagt, in den 40er Jahren, gell, es gibt den Prozessor, die CPU, den Bus und es gibt dann den Arbeitsspeicher und es gibt dann auch den Input-Output-Input-Output-Einheit. Also Speicherwerk und Input-Output hat er gesagt. Gell. Und so müssen wir auch die Möglichkeit haben, drauf zuzugreifen. Gell. Also etwas einzulesen, Input oder Output. Das sind dann die Befehle, mit denen man auf Input-Output zugreifen kann. Gell? Und das startet immer von einem Register. Und ja, was fehlt? Gell? Man kann also nicht direkt zwischen Arbeitsspeicher zu Arbeitsspeicher Daten austauschen, gell? Wäre manchmal praktisch. Gell? Oder zwischen I.O. und einer anderen I.O. Gell? Das geht in diesen grundlegenden Hardware-Ausstattungen nicht, gell? Also dort, das Arbeitsspeicher zu Arbeitsspeicher, gell? Das gibt es zwar, gell?
aber nicht bei einem, also Direct Memory Access, das gibt es, aber eben nicht bei einem einfachen Z80 oder Z80-Variante, egal, also wir könnten das zwar jetzt andenken, eine solche Hardware, dann wird so verbaut, gell, aber das interessiert uns jetzt mal nicht, gell? Transportbefehle, gell? Dann weiter. Es gibt Verarbeitungsbefehle. Und die Verarbeitungsbefehle, gell, durch die CPU oder in der CPU, gell, durch die ALU, gell, das sind also Befehle, die irgendwelche Operationen ausführen, gell? Also das können sein arithmetische Operationen, die fallen uns immer zuerst mal ein, gell? Wenn wir an Verarbeitung denken, denken wir an Mathematik, gell? Und hier haben wir einfach Befehle wie Addition, Subtraktion, gell? Dann gibt es Varianten mit oder ohne Übertrag, gell? Oder einfach inkrementieren, dekrementieren, gell? Also eins dazu zählen, eines mehr oder eines wegzählen, gell? Und ja, da gibt es eine ganze Reihe solcher Verarbeitungsbefehle, aber die sind alle sehr elementar, gell? Also die Z80, das war ein sehr einfacher Prozessor, gell? Schon eine Multiplikation oder eine Division hat es nicht gegeben, gell? Zumindest nicht im Prozessor. Und wenn es der Prozessor nicht kann, wer muss es dann machen? Genau, die Programmierer, gell? Also sobald irgendetwas etwas Aufregenderes war in der Verarbeitung, dann muss es der Programmierer programmieren, gell? Also durch einen Algorithmus, wie zum Beispiel das, ja, der Algorithmus zur Multiplikation, wie man ihn in der Grundschule gelernt hat, gell? Das ist eine Möglichkeit, gell? Aber addieren und subtrahieren, gell? Das sind Dinge, die wurden in Hardware dargestellt. Muss man also kein Programm schreiben, gell? Das gibt's, gell? Und das ist dann schon interessant. Es gibt heute auch ja, oder die sehr viele Prozessoren, die wir einsetzen im PC-Bereich oder auch im mobilen Bereich, die kennen mehr, gell? Also die kennen auch Multiplikationen und sonst noch viele Sachen, gell? Die haben auch eine Einheit, gell? Die Floating Point Unit, und die, ja, damit kann man dann eben effektiv auf Hardware-Ebene rechnen, und das macht das Ganze schön, das macht dann schon Spaß, gell? Weil wenn man doch den Assembler immer jede Operation darstellen müsste, ohne diese Hardware, gell, dann kostet es sehr viel. Und gerade wenn man irgendetwas berechnet, gell, dann ist es eine große Einschränkung, wenn man diese Hardware nicht hat oder sie nicht verwendet. Gell. Also arithmetische Verarbeitungsbefehle. Gell. Ja, dann haben wir logische, gell, also irgendwo boolsche Ausdrücke, gell, die man erzeugt. Gell, also AND, OR, NOT, NAND, NOR und so weiter, gell? Also ganz viele Sachen, gell? Relationale, gell? Wenn man irgendetwas in Beziehung setzt, schaut, ist etwas gleich, ist etwas größer als das andere oder umgekehrt, gell? Also solche relationale Geschichten, immer durch die ALU, gell? Dann haben wir noch irgendwelche anderen praktische Befehle, sagen wir mal einfach, gell? Zum Beispiel Schiebebefehle oder Befehle zur Rotation, gell? Und ja, wenn ich Daten habe, dann kann ich die Daten da, ja, die einzelnen Bits schieben, gell? Oder ich kann sie rotieren hier drinnen, gell? Also das kann mathematisch sehr interessant sein. Also das, das ist wie eine Kommastelle verschieben, gell? Also im Zehner-System, das wir haben, gell, wie mal 10 oder geteilt durch 10. Gell, und das ist dann, wenn man zum Beispiel multiplizieren oder dividieren muss, gell, schon fein, wenn man diese Sachen hat. Gell. Dann, also nach den Transportbefehlen und den Verarbeitungsbefehlen, gell, kommen wir zu den Befehlen, die unseren Programm Ablauf steuern, gell? Also Befehle zur Steuerung des Programmablaufs, gell? Und hier sind es in erster Linie Sprünge, gell? Also Sprünge, mit denen wir dann ja, unsere Kontrollstrukturen eben abbilden, gell? Also wenn wir ein Programm kompilieren, dann werden daraus Sprünge, gell? Und wir als Programmierer, gell, sollen ja die Sprünge nicht verwenden, gell, hat der Herr Dijkstra gesagt und recht hat er gehabt, gell. Aber die Hardware arbeitet eben mit Sprüngen, gell, das ist Tatsache, gell.
Und ja, ein anderer Befehl zum Programmablauf, gell, sind die Unterprogrammaufrufe, die Calls, gell, also Call, gell, geht dorthin, macht das und dann kommt zurück, dann machen wir hier weiter, gell. Also solche Unterprogrammaufrufe, gell, also Funktionen, Prozeduren, Methoden und solche Dinge, gell, in der Hochsprache kennt man auch im Z80, gell, also können wir irgendwo hinspringen, dort etwas machen und dann kehren wir zurück. Und dann haben wir noch spezielle Befehle zur Steuerung der CPU. Gell? Und dort ein Beispiel wäre Halt. Gell? Also wenn wir Halt ausführen, dann wird die CPU angehalten. Gell? Also die CPU macht dann noch weiter die Refresh oder so, gell? Oder die Interrupt-Verwaltung, aber ein Programmablauf eines Programms, das gestartet wurde, wird unterbrochen. Gell? Also das Programm läuft dann nicht mehr. Gell? Ja, das sind jetzt so die vier Klassen, gell? Der Befehle, gell? Oder im Befehlssatz des Z80, gell? Transportbefehle, Verarbeitungsbefehle, gell? Befehle zur Steuerung des Programmablaufs und CPU-Steuerbefehle. Das sind die Grundlagen, mit denen wir in den nächsten Stunden dann arbeiten werden.